Und damit herzlich willkommen, Südkass hier. Und jetzt nochmal herzlich willkommen zu Life is Strange 2, Episode 3. Ja, irgendwann gestern Nacht war der Download. Und heute fangen wir's an. Dritte Episode. Ach hey, welches war mein Spielstand? Warte mal, ich glaube, das war der Originale und den hatte ich nochmal nachgespielt mit nur ganz bisschen anderen Entscheidungen. Das waren Tests. Meine Güte, schweres Wort. Ich glaube, wir nehmen den. Das Feature überspringen wurde verbessert. Du kannst jetzt Filmsequenzen einer abgeschlossenen Episode überspringen. Dies lässt sich in den Einstellungen ändern. Jetzt kann man Captain Spirit kostenlos herunterladen. Na gut, ich habe es bezahlt, aber das war es mir auch wert. Ganz kurz schauen wir einmal nochmal in die Einstellung. Ich hatte es eben schon mal kurz an. Ich habe festgestellt, oder ich hoffe jedenfalls, dass ich am wenigsten Tearing-Probleme habe, wenn ich das im Fenstermodus laufen lasse. So ist das jedenfalls bei anderen Spielen. Ich habe gar nichts geändert. Na, aber bitte, dann speichere es. Zurück. 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 Ja, und dann würde ich sagen, ab in Episode 3. Schauen wir uns das an. Wie die Reise von Sean und Daniel weitergeht. Er wird lange geladen. Wirklich lange geladen. Once upon a time, in a wild, wild world, there were two wolf brothers living in their home lair with their papa wolf. They all lived happily together, but one day, hunters took their dad away. Forever. So now the brothers were alone. And they had to find a new home. That's when the big brother discovered that the little one was not an ordinary wolf, but a super wolf. And then, they worked together to learn how to use his power and to follow the rules for them. They discovered a secret hideout where they could train day and night. They were happy. But the little wolf got very sick, so they had to move on. On the way, a deadly predator attacked them. But the little one destroyed it. Using his power. They decided to journey to the home of their nearby ancestors to seek help. Finally, the tired and hungry brothers made it to the home of their ancestors. The old wolves invited them to stay. They even took care of them. They were happy to have a safe, warm place to rest. The little wolf even made friends with a raccoon, and together they went on awesome adventures. Unfortunately, the hunters were hot on their trail and found them. But the old wolves helped the brothers escape. The brothers had nowhere to stay again, so they decided to keep going south to the distant homeland of their papa wolf. Ja, die Folgen all deiner Taten und Entscheidungen wirken sich auf die Welt um dich herum und deinen Bruder aus. Wähle mit Bedacht. Okay. Thank you.
where you can't get what you want, but you can get me. So let's head out to sea. 'Cause you are my medicine when you're close to me. When you're close to me. Eine Rückblende? No way, you little shit. Daniel, get your ass over here now. He's so busted. 3 Monate vor dem Vorfall. Ja, wir sind nochmal zurück. So, jetzt wackeln wir mal hier kurz nochmal ein bisschen an der Maus. Und ich schaue mal mein Vorschaubild hier auf dem Aufnahmerechner. Ja, vielleicht noch ein ganz leichtes Tearing. Aber auch in anderen Spielen, zum Beispiel bei XCOM, ist mir aufgefallen, wenn ich es auf Fenstermodus stelle, dann ist es noch am besten. Aber wenigstens sind die Farben nicht vermatscht. Ja, und damit, ja, ich freue mich, wir sind wieder da, jawohl. Sean und Daniel, eine Rückblende, das Spiel bringt uns erstmal schnell wieder bei, wie es geht. Ganz ehrlich, ich musste eben auch kurz nochmal nachlesen, wie war das nochmal ganz genau, aber war dann auch schnell wieder drinnen. Ne? Wir waren bei Oma und Opa in der letzten Episode, sind ja jetzt auch wieder ein paar Wochen, Monate her. Ja, kam Anfang des Jahres Episode 2, ne? Da war mein Aufnahmerechner gerade ganz neu und da war noch die Bildqualität so vermatscht, weil ich noch keine Ahnung hatte, wo ich das einstellen kann. Aber gut, darum soll es nicht gehen. Ja, wir sind wieder zurück in Seattle hier, in Seans Zimmer. Und wähle mit Mausrad eine Aktion aus und führe sie mit. Ich kann ja bloß öffnen. Eine Grastüte? Man, that would fucking kill me if he found this. So he better not find it. Tatsächlich, sowas habe ich mir nie getraut, nach Hause mitzunehmen. Ich habe mir sowas noch nie mehr getraut zu kaufen. Ich habe von anderen, war billiger. Und dadurch war es vielleicht auch nie so viel, dass es Überhand hätte nehmen können. Konzert. Shit. I can't wait for the show with the whole crew. Okay, The Failure und Guest. The Open House Seattle am Sonntag, 21. August. Ja, welcher Tag ist denn heute eigentlich? Achso, ja, bei Lesen wird uns das immer freundlicherweise nochmal übersetzt. Wie war denn das mit... Ah, hier kommen wir ins Inventar. Wir haben ein Portemonnaie dabei. Wir haben ein... Ausweis dabei. Vielleicht sollte ich mir einen gefälschten Ausweis zulegen, um Alk zu kaufen. Damit wäre ich sicher beliebter. Braucht man das? Papas Bild. Da sieht er so jung aus. Portemonnaie. Muss mir einen Job suchen. Wäre bestimmt toll, mein eigenes Geld zu haben. Ja, das ist wohl wahr. Ein Hausschlüssel. Jawohl. Was haben wir hier? Eine Flasche Wasser. Hier haben wir ein Bild. Was für eine Art, deine Kunst zu sichern, Picasso. Wird Zeit für ein neues Skizzenbuch. Ach hey, das hatten wir da auch noch nicht. Was ist das hier? Ein Skateboard-Werkzeug? Ich krieg diesen Olli einfach nicht hin. Aber ich war seit Tagen nicht im Skatepark. So, Kopfhörer. Ja, die sind noch in Ordnung. Aber ich könnte einen Notfallersatz gebrauchen. Auch das. Feuerzeug. Papa hat mir das gegeben, als wir letzten Sommer campen waren. Es war so cool, etwas Zeit mit ihm allein zu haben. Ein Fantasy-Buch. Ellery liegt mir damit in den Ohren, dass ich das lesen soll. Sommerferien sind aber nicht fürs Lesen, richtig? Naja, wenn es dich interessiert, kannst du es ruhig lesen, ne? Die Chroniken des Basilisken. Okay. Und ein USB-Stick. Ich sollte einige Fotos von meinem alten Handy hochladen, bevor ich es wegwerfe.
Ach so, vom Handy auf den Stick, alles klar. So, mehr haben wir hier oben noch nicht. Beenden. Wir sollen Daniel finden, hat er uns angezeigt. Aber vorher schauen wir uns natürlich, und das ist ja das Schöne an diesen Spielen, Maybe alle Life is Strange-Teile, dass wir uns erstmal hier schön in Ruhe umschauen können. Ach, ich freue mich, wieder da zu sein. Ach, schön. I hope they don't expect me to remember all this when school starts. Hm. Was ist denn jetzt hier? Wir bleiben am Stuhl hängen. Wir haben den Laptop, den können wir benutzen. How did I get Lila to talk me into this shit? Drücken wir mal auf Lesen. Lila, wer ist dabei? Tauchen im Reservoir morgen. Ohne mich, Hausaufgaben. So ein Schwachsinn. Er kommt. Und zwar ganz ohne. Wie? Das ist ein hoher Zaun. Spring drüber, du Star-Athlet. Drahtschneider, nur für den Fall. Ein andermal. Es gibt keinen Ausweg, Geburtstagskind. Geh ans Telefon. Abspringen ist nicht. Ja, Lila war ja seine beste Freundin. Looking kind of lame. Oder ist es vielleicht so? Swipe left. Was? Okay, da hat er an irgendwelchen Fotos gearbeitet. Auch nicht schlecht. So, Laptop benutzen haben wir gemacht. Da ist ein Geschenkgutschein. Lila keeps hooking me up with birthday gifts. She's more excited than I am. Hm. Seattle Starcade. Geschenkgutschein. Unbegrenztes Spielen. Eine Stunde. Ein Gutschein pro Spieler. Okay. Schön. Was haben wir da für ein Schreiben? So much bullshit. But I got phone and party bills now. Sehr geehrter Manager der Z-Marktverkaufsabteilung, mein Name ist Sean Diaz und ich bin ein 16-jähriger Schüler mit einem GPA-Notendurchschnitt von 3,5. Mrs. Castillo vom Jugendzukunftsprojekt hat mir ihr Geschäft und ihre Abteilung empfohlen, um, Rechtschreibfehler, mich auf eine Position als Teilzeitassistentmanager, meine Güte, zu bewerben. Ich habe im Kundendienst der Werkstatt meines Vaters gearbeitet, seit ich 13 war, und habe Erfahrung mit Menschen- und Kassensystemen. Als Läufer ist mir die Bedeutung von Teamarbeit bewusst, und da ich Ihre Sportabteilung bereits kenne, denke ich, dass ich eine gute Ergänzung für das Verkaufsteam des Z-Marts wäre. Vielen Dank für Ihre Zeit und ich hoffe, dass ich bald von Ihnen höre. Mit freundlichen Grüßen, Ihr Sean Diaz. Ja, wir wissen ja, dass das auch geklappt hat. Er ist da angestellt worden. Und die Leute dort im Laden haben sich auch auf ihn verlassen. Also offensichtlich behauptet er hier nichts Falsches in seiner Bewerbung. Da haben wir die Tasche, den Rucksack. Put on the patch I bought last week. Ach so, jetzt haben wir den. Ich war wieder zu schnell. Okay, das haben wir uns aber alles angeschaut. So, der Schrank ist nichts. Was haben wir hier? Eine Sporttasche, ein Lautsprecher, ein paar Schuhe, ein Poster, eine Wandzeitung. Wer hat eine Wandzeitung in seinem Zimmer? Dr. Fuck Aufkleber. Sehr schön. Hier geht's raus. Da ist das Skateboard. That thinks I'll stop skating if I get a car when I turn 16. Wrong. Ich weiß nicht. Bin mit 16 Moped gefahren und das war mit 18 sowas von öde und doof. Das kam erst 20 Jahre später wieder, dass ich mich geärgert habe, dass ich meinen ganzen Moped-Scheiß für 300 Mark verkauft habe. Naja. Scored it at the skate park last week. Now I need to sew it on. Und damit habe ich verraten, dass ich doch schon ein bisschen älter bin. Darum durfte ich auch eben nochmal nachlesen in der Story. Da vergisst man nämlich einiges. So, hier haben wir noch Zeichnungen. Schauen wir uns die an. Man, I suck at perspective. I should take a class. Naja, aber für ohne Unterricht sieht das schon gar nicht so schlecht aus. Hätte ich alleine nicht viel besser hinbekommen, muss ich sagen. So, haben wir hier noch was? Ein Pokal? Na, das ist wahrscheinlich fürs Laufen. Noch mehr Poster. I'm so happy, ich bin so froh, ich könnte auf Klo gehen. Okay. So, haben wir hier auch hoffentlich nichts übersehen. Ist hier noch was unterm Bett?
Sieht erstmal nicht so aus. Ah, so, das da ist die Band, wo es zum Konzert geht demnächst. Ja, gut. Okay, wir sollen Daniel finden, dann gehen wir mal. Das Symbol bedeutet, dass eine Interaktion mit Daniel verfügbar ist. Na, dann gehen wir erstmal in sein Zimmer. Machen wir das gleich mal. Of course. Like I want to play fucking hide and seek. Okay, das Schild über den Lichtschalter. Schon nicht schlecht. What is he making with all that crap? Okay, das war Klopapier. Ich wollte mir eigentlich den Test ansehen. Ooh, that confiscated the playbox after that. Daniel was a total rageball. Oh. Da wurden auch die Eltern gleich eingeladen, weil der Test so mies war. Ja, das sind aber auch schwere Aufgaben hier. 75 mal 3, wer sah das denn aus? Alles sogar richtig. Naja, gut. Da ist also noch ein bisschen Luft nach oben, würde ich sagen. So, was haben wir hier noch? Lailas Brief? Er hat einen Brief von Laila? Man, my brother's a little player. Laila loves it. Laila, vielen Dank für die Süßigkeitenbox. Ich liebe sie, du bist nice. Oder nett, genau. So, da haben wir noch eine Zeichnung. Oh, das soll hier dieser Superheld, ne? Did this for Daniel's birthday. He was so happy with it. Ja, ja, Sean hat das gemalt. Sehr schön. Lasertag-Foto. So lucky Noah lives downtown. Else they'd drive me crazy 24/7. Okay, da war er so mit seinem Kumpel Lasertaggen. Ja, das fetzt auch. Gruseliges Spielzeug. This thing is so cheap and ugly. I love it. So, was haben wir hier noch? Ein Bild. Too bad we didn't have a clue she hated all of us. Was? Ach, das ist ein Ausweis von der Mutter der beiden. Ja, die hat ja irgendwie die Kinder verlassen oder die ganze Familie. Und da wollten die Großeltern nicht wirklich drüber reden, was da passiert ist. Das hat ja nochmal so eine Art Handlung aufgemacht, von der ich hoffe, dass sie irgendwann im Laufe der nächsten Episoden auch gelöst wird. He's so busted. Naja, noch nicht. Jetzt müssen wir ihn ja erstmal finden. Was haben wir da? Ein Geschenk. Gift from Lila. Daniel never got so close to proposing to her. Na, steht auf ältere Frauen. Ein Roboterspielzeug. I used to play with these at Ellery's. Man, I feel old. Jetzt schon, mit 16. Mit 16 fühlt man sich nicht alt. Keine Ahnung. Also, nee. Got this for a girl in the 8th grade. But I chickened out. Na, wenn ich mir das Ding nochmal angucke. Got this for a girl in the 8th grade. But I chickened out. Das war vielleicht eine gute Entscheidung sogar. So, hier können wir noch mal ein bisschen auch draußen in den Garten gucken. Oder zu den Nachbarn rüber. Bauklötze. Who'd have thought playing Minecraft would get him back to his blocks? Okay, schön. Powerbear. Hä? I shouldn't have messed with Powerbear. Ich hätte mich nicht mit Powerbear anlegen sollen. Sieht aus, als wenn er gerade hinkackt. Hm. Isn't Daniel too old for bedtime stories? Hm, was kommt auf die Story an? Nicht generell, ob man für Stories so alt ist. Ach so, warte mal, worum ging's hier? Isn't Daniel too old for bedtime stories? Aus Poughkeepsie. Okay. Gut, was ist das? Mission 39. Aha. Sieht aus wie so ein Star Wars Transporter. Okay. Maybe he's invisible now? Nein, ist er nicht. Wir wollen aber nichts verpassen hier.
wie das immer bei diesen Spielen so nötig ist, möglich ist oder andersrum. Naja, auf jeden Fall wollen wir nichts verpassen hier. So, gucken wir mal hinter der Tür. Und da ist er natürlich auch nicht. Das wäre jetzt so einfach. No time for this. Where are you? Vielleicht da hinten, hinterm Sofa. Hm, was war das? Haben wir hier gerade? Nein, ich glaube, die Grafik ist okay. Jedenfalls auf dem Vorschaubild sieht gut aus. Und da sehe ich auch gerade, die Zeit für diese Folge ist schon wieder um. Ach komm, wir gucken uns das Bad noch fertig an. Das machen wir noch in dieser Folge. Und da sind wir wieder bei dem Thema, was ich unheimlich stark finde. Hier funktionieren die Spiegel. Das ist in vielen anderen Spielen nicht der Fall. So, was haben wir hier? Ein Pullover. They're probably gonna bury me in this thing. Na, manchmal hat man so ein Ding halt wirklich gern. Das kann sein. Kann ich nachvollziehen. Wish I had more time to play. Unless we're summer school. Naja, mit 3,5 ist dein Durchschnitt jetzt auch nicht gerade so herausragend. Also da macht das vielleicht Sinn, auch in den Ferien nochmal ein bisschen was nachzuholen. So, was haben wir hier? Hier haben wir eine Dusche, Badewanne, Klo. Ja gut, so, dann sind wir für diese Folge erstmal soweit durch. Ich bedanke mich für... Okay, I'm done. Ja, genau. Where the fuck is he? Kann man hier kurz raus? Ja, kann man. So, dann bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit für diese Folge und hoffe, wir sehen uns in der nächsten dann wieder. Also bis dahin, ahoi und ciao, ciao.